Fürst-Holtmann. Hat bei Nina Fürst-Holtmann, hat Nina heißt sie, hat Nina. Man gesehen, dass sie beim ersten Tor jetzt richtig, da war sie richtig nervös, um diesen Steilhang zu schaffen. Es hat sich fortgesetzt bis zum Ausfall. Also das war vom ersten Tor weg, hat sie das nicht getroffen, die Schwinge. Und auch sie, schwerpunktmäßig ein bisschen zu weit hinten. Du siehst dir den Respekt vor dem steilen Gelände förmlich an. Ja. Und dann geht da nichts. Erstens, genau das war das große Plus von der Katharina Schmerzberger. Die ist aus dem Starthaus rausgepfiffen. Als ob es in Levi losgeht. Und da ist richtig flach. Und sie hat sich da überhaupt nicht einschüchtern lassen. Da sieht man es gut, da ist im ersten steilen Stück drinnen, dann wird es flach und dann wird es gleich wieder steil. Also das Flache, das sind, wie viele Tore? Flach ist relativ, ja, aber ist wie viele Tore sind es? Handvoll. Die flachen Tore kommen erst später. Nein, gesehen hat man es oben. Ja, es ist wieder die Spur flacher. Das habe ich gemeint. Da sind wir immer noch bei einem Gefälle, dass, wenn man es auf der Karte, auf der Skikarte einzeichnet, immer noch schwarz bedeutet. Schau, da ist es, die ersten drei Tore sind, vier Tore sind ein bisschen steiler, dann wird es um die Spur flacher und jetzt kommt das steilste Stück da. Ja, wie eine Cortoni ist das. Ist deutlich angriffslustiger als im ersten Durchgang. In der 18. Lauf 1. Verschlafen. Das müssen sie jetzt aufholen, wieder gut machen. Ja, genau. Erstens will sie sich von ihrer jungen Teamkollegin nicht schlagen lassen, und was sie jetzt viel besser gemacht hat, sie wechselt schneller, sie fährt kompromissloser, sie fährt vorbei im Mittelteil. Gell? Wird wohl mit 35 Jahren der letzte Auftritt auf ganz großer Bühne sein. Irene Cortoni im Ziel auf Platz 2 hinter Fernbeck, aber beste Italienerin momentan und nicht zufrieden. Aber ich sage mal, sie hat mehr Engagement gezeigt, hat sich speziell mehr zugetraut. Speziell oben ernst, ja genau. Das ist natürlich etwas, wo man dann schon sagen muss, ich habe es probiert. Gell? Ich habe es vom Start weg probiert. Und das Gefühl hatte man im ersten Durchgang bei ihr nicht. Nachdem das Feld, gerade durch die Ausnahmeleistungen der ersten beiden, so weit auseinandergezogen ist, können wir jetzt noch nicht unbedingt von Chance auf die Medaille sprechen, auch wenn es jetzt einen Weltklasse-Lauf geben würde in diesem Bereich. Andrea Sloka ist die nächste aus Slowenien, die hochinteressante junge Läuferin. Auch jetzt, wenn sie sich auch ab und zu hinten reindrücken lässt, dann wechselt sie schnell fort, ist auch wirklich stark. Ja, schau, wie man bei ihr das Gefühl hat, dass sie am Ende des Schwunges entlastet und richtig fast zum nächsten Tor hinschwebt. Und das ist richtig gut. Ja, das ist stark. Auch da, bei den drehenden Toren, da bleibt sie geduldig, hat einen schönen Kantenwinkel vor dem runden Schwung. Das ist ein Riesentalent. Ja, hat erst einmal im Weltcup Punkte gesammelt. Hoffentlich bringt sie es jetzt irgendwie runter. 23, Andrea Sloka. Ein No-Touch-Tor, aber für die Führung muss es reichen, wird es reichen. Ja, klar und deutlich. 1,25 Laufbestzeit auch im zweiten Durchgang momentan. Bärenstarke Leistung. Damit haben wir zwei richtig hoffnungsfrohe Talente für die Zukunft auf den ersten beiden Positionen mit Sloka und Fernbeck, mit der Slowenin vor der Schwedin. Zwei Läuferinnen, von denen wir, sollten sie, was wir hoffen, von Verletzungen verschont bleiben, sicherlich noch viel hören werden. Ja. Eine Sekunde in etwa hatte sie Rückstand auf den dritten Medaillenrang, Sloka auf Wendy Holdener. Schauen wir mal ganz genau zu und vielleicht holt sie auch nötige Erfahrungen, Erkenntnisse, die sie dann raufunkt auf die Startposition zu Chiara Mayer und Katharina Liensberger. Gut hineinfinden da Franziska, macht sie gut. Ja, hat auch diese Haarnadel sauber genommen. Ein bisschen angestellt. Das war bewusst, ja. Leider in den Mittelteil hinein, dort wo die Vertikale ist, da war sie ein bisschen weit von der Linie und ein bisschen zu wenig Bewegung. Und auch da versucht sie ab und zu ein paar Tore,
anzustellen. Du hast das ganz richtig gesehen, dass sie ganz leicht anrutscht. Und deshalb passiert der Carving-Schwung nicht. Und da gibt es jetzt wieder mehr Gas. Also da waren ein paar Passagen drinnen, die um die Spur zu verhalten waren. Wie schon im ersten Durchgang. Vielleicht kann sie da unten noch etwas nachlegen. Hat sie auch jetzt wieder geschafft. Hat unten raus wieder die Zeit gut gemacht. In Summe allerdings zu wenig, um die Slowenin abzufangen. Jetzt könnte man sie fragen, ob sie Blacky Schwarz sein Zielfinish kopiert. Also das ist jetzt wirklich, sie fährt da ganz ähnlich. Gell? Also ob sie das öfters studiert hat. Immer ab die letzten 10 Tore ist sie extrem schnell. Leider oben waren da ein paar verhaltene Tore dabei. Ja, die Zeit, die Andrea Sloka vorgelegt hat, gewinnt immer mehr an Wert. Die ist nach wie vor in Führung. Ich habe es auch realisiert, bis du es gesagt hast. Eine Sekunde fehlen ihr auf Bronze. Ja. Ja, viermal in Serie hat sie WM-Gold geholt. Chiara Slalom Mayer. Und jetzt schauen wir auf Chiara Mayer. Die war nicht zufrieden nach dem ersten Durchgang. 13. Vorsprung hat sie auf Sloka. Jetzt eine österreichische Führung. Wäre einmal was Hübsches. Du, die ersten drei Tore ist sie gut gefahren. Hat nicht höher gestellt. Ein bisschen gerade waren kurz vor der Zwischenzeit. Auch da muss sie dann etwas korrigieren. Das ist Slowenien zurückgefallen. Ja, aber im Flachen nicht ans Limit gegangen. Da nicht diesen Knopf gedrückt, wo man diese 5-6 Tore wirklich dann einmal voll attackieren muss. Diese Attacke hat sie nicht geritten. 2 Zehntel Rückstand, vielleicht ein Gritsch-Finale, um da die Spitze zu erklimmen für Chiara Mayer. 1:42:17, das schafft sie nicht ganz, aber auch sie hat da aufgeholt. Am Ende sind es nur 800 Sekunden, die sie vom Platz 1 trennen. Chiara Mayer momentan Zweite und die junge Dame aus Slowenien hat schon zumindest 6 Positionen gut gemacht im Vergleich zur Platzierung aus dem ersten Lauf. Was für ein verrücktes Rennen. Unglaublich, was da alles möglich ist. Vielleicht auch für Kamil Rast, zuletzt Sechste gewesen im Flachau. Damit das Ticket gelöst und das waren auch die einzigen Weltcup-Punkte in diesem Winter. Technisch starke Läuferin. Aber oben braucht es auch Dynamik, genau, Kamil. Richtig. Und 66 Hundertstel, da wird schon noch was überbleiben, aber die Hälfte ist weg, weil sie auch bei den ersten Portoren nicht Gas gegeben hat. Völlig verdreht vom Oberkörper. Ja, zu spät dann, nach dem Tor nachdrücken müssen. Und ist schon hinten. Ist schon hinten. Ja, also, wie gesagt, ich habe es vorher schon ein bisschen erwähnt, oben ist fast alles im Schatten und es hat vielleicht den Anschein, dass jetzt, wo die Sonne nicht mehr drauf scheint, das Salz etwas mehr zieht, dass vielleicht um die Spur härter wird und die Läuferinnen die Spuren natürlich nicht so erkennen. Beim Mittelteil, dort wo die Sonne eingesetzt hat, da hat sie kaum mehr verloren und unten ist was drinnen. So, aber auch sie schafft es nicht, weder an Sloka noch an Chiara Mayer vorbeizuziehen. Die beiden bleiben auf 1 und 2. Eine faustdicke Überraschung nimmt immer konkretere Formen an. Da waren es nur mehr 5, die oben stehen. Sloka im schlechtesten Fall 6. Chiara Mayer im schlechtesten Fall 7. Und eine Slowenin auf Platz 1 und eine macht sich oben bereit im Starthaus. Auch damit war bei Gott nicht zu rechnen, dass Anna Putzig nach dem ersten Durchgang auf Platz 5 geführt wird. Und jetzt sind wir schon in einem Bereich, da ist man so knapp dran an der Medaille. An Wendy Holdener, das waren genau 15 Hundertstel zwischen ihr hier. Anna Putzig und der Dritten nach dem ersten Durchgang, Wendy Holdener. Da geht's jetzt schon um Edelmetall. Oder ist es schon bei der Fahrt von Andreas Loka damit darum gegangen? Und jetzt geht's natürlich auch darum, frech zu fahren. Wenn man da ganz vorne hin will, dann muss man enge Linie fahren. Sie hat eine sehr breite Skistellung gehabt, ist mit dem Außenschirm sehr weiten Weg gegangen und auch da im Steilhang. Da merkt man halt,
dann schon ein bisschen die Nerven, gell? Ist schon hin. Schau, Wahnsinn, die verliert eine Sekunde vom Start bis zur zweiten Zwischenzeit. Und dann lässt er sie ausheben. Wenn du dich erinnerst an den ersten Durchgang, wie sie da jedes Tor attackiert hat. Jetzt wartet sie auf das Tor. Also sie zwingt der Piste nicht ihren Fahrstil auf. Und da kannst du leider Gottes dann nicht mehr so schnell fahren wie im ersten Durchgang. Also das ist einfach auch eine reine Kopfsache. Sloka, Meier machen weitere Positionen gut. Anna Putzig nur auf Platz 5. Die Top 3 bleiben da unverändert. Andreas Sloka in der Wertung der Google-Zugriffe. Das wird jetzt nach oben schnellen. Wer ist denn das? Wo kommt die her? Wo geht die hin? Die ist in Führung, meine Damen und Herren, beim WM-Slalom und es sind nur mehr 4 oben. Die Zeit der Außenseiterinnen ist vorbei. Genau. Wir sind bei den absoluten Top-Favoritinnen angelangt. Platz 4, Michaela Schifrin. Platz 3, Wendy Holliner. Platz 2, Petra Vlhová. Und das ist die Führende. Das ist Katrina Liensberger. Michaela Schifrin, was kann sie da gut machen? War nicht gelöst, war nicht befreit unterwegs im ersten Durchgang. 1:30 der Rückstand auf Liensberger, 1:03 der Vorsprung auf die junge Dame aus Slowenien. Jetzt nach dem 5., 6. Tor beginnt sie mehr anzugreifen. Die ersten 3 Tore wieder unglaublich verhalten. Sie verliert auf die Slowenin, gell? Ja, 3/10. Das ist nicht so sauber, das ist nicht so genial, wie wir sie kennen. Schauen wir mal, ob sie sich da fangt, rappelt im weiteren Verlauf. Auch bei ihr rattert es phasenweise. Ja, da hängt die Piste ganz leicht von den Toren weg. Sie wird von den Spuren von der Stange weg sozusagen getragen, verliert ihre Linie und verliert auf die Slowenin. Jetzt geht's los. Jetzt hat sie ein paar gute Schwünge eingebaut. Michaela Schifrin wird eine 4. Medaille bei dieser Weltmeisterschaft. Gold, Silber, Bronze hat sie schon und sie geht in Führung. 0,7 Sekunden Vorsprung. Das ist die zweitbeste Laufzeit. Aber auch sie verliert im zweiten Durchgang über 0,3 Sekunden auf Andreas Sloka. Ja, und die im Prinzip fast alle oben. Fast die ganze Zeit oben verloren, auch weil sie wieder zum ersten, zweiten und dritten Tor hin sehr verhalten war. Also wirklich sehr verhalten. Und da geht es so steil weg und das ist die große Frage, traust du dir das zu, da richtig Gas zu geben? Die Wendy Holdener wird aggressiv aus dem Start rausgehen. Schifrin, Sloka, Meier, momentan auf den Medaillenplätzen, aber noch stehen die Top 3 aus dem ersten Durchgang oben. Wendy Holliner, Petra Vlhová, Katrina Liensberger und aus diesem Trio ist sie die Einzige, die noch nichts abgesahnt hat hier bei dieser Weltmeisterschaft, Wendy Holliner. Risiko hat sie genommen. Hat sie genommen, jetzt ist sie ein bisschen tief dran. Ein bisschen gerade geworden, ja, bei genau. 2 Toren. Richtig. Ui, hinten gesessen, Wendy riskiert alles und bleibt einmal da auf Augenhöhe mit Schifrin. Allerdings auch die Slowenin hat auch 7 oberen Teil verloren. 500. So, Wendy Holdener gegen Michaela Schifrin. Ist da ein paar ganz enge Schwünge gefahren, hat es geschafft, nicht von der Linie abgetragen zu werden. 29,50, Hundertstel Duell. Jetzt kommt der Bereich, wo Schifrin schnell war, wo sie Fahrt aufgenommen hat. Fehler! Da schleift es rein. Bremsschwung von Wendy Holdener. Was das? Wer jetzt vorne ist, hat eine Medaille und das ist Schifrin. Schifrin hat die 4. Medaille bei dieser Weltmeisterschaft. Einzig die Farbe ist noch offen und Wendy Holdener, grüß das Maria und Josef, die ist auf Platz 2 und 2 sind noch oben. Unten der Fehler. Genau, der war's. Dieser eine Bremsschwung und schon war die Zeit weg. Wendy Holdener liegt zurück. Jetzt Petra Vlhová. War nicht zufrieden mit ihrem Skifahren im ersten Durchgang, aber sie ist die Einzige gewesen, die mit ihr hier mitgekonnt hat. Mit Katrina Liensberger, die hier in den letzten Vorbereitungen ist. Die ist im Tunnel. Und ist bereit, hier etwas Großes zu schaffen. So, Petra Vlhová. Jetzt heißt es einmal,
die Sekunde am Vorsprung gegen Michaela Schifrin irgendwie ans rettende Ufer zu bringen. Enger Radius beim gut. Zweiten, dritten Tor kommt da gut begonnen. Hoch, also die Linie passt und irgendwer schreit ihr da den Rhythmus rein und das heißt, ja. Komm, lösen heißt das. Hat Zeit gefunden im Vergleich zu Schifrin. Knappe zwei Zehntel war sie da schneller als die Amerikanerin. Sehr stabil und wirklich gut, ja. Und 1:10 noch. Gerade, ja, aber naja, starker Fehler war es nicht, aber um die Spur zu direkt dort hinein. Für Schifrin sollte das reichen, wenn sie das irgendwie zu Ende bringt. Ein Not-Touch-Tor. 29:48, die Sekunde ist noch da. Die Sekunde an Vorsprung von Petra Vlova auf Michaela Schifrin. Ein sauberer Lauf, ein sehr sauberer Lauf, der sie jetzt einmal in Führung bringt. So, und damit ist eines amtlich. Michaela Schifrin, die zuletzt viermal Aswit Gold im Slalom bei Weltmeisterschaften gewonnen hat, ist abgelöst, ist entthront. Petra Vlohova übernimmt die Führung und eine ist noch oben. Und mir reißt es dumm wie ein Lampenschwarf. Ja. So, die hat einmal geliefert, Petra Vlohova. Das ist gut gewesen, die Medaille ist da. Die zweite für die Slowakin bei dieser Weltmeisterschaft war ja zweite in der alpinen Kombination, geschlagen nur von Michaela Schifrin. Jetzt hat sie im schlechtesten Fall Silber oder was auch immer da jetzt rauskommt. Jetzt, meine Damen und Herren, jetzt heute kam ja auf der Couch, auf dem Sessel, auf den Sitzen, jetzt kommt Katharina Liensberger. Die hat noch nie ein Weltcuprennen gewonnen. Die hat sich Gold umgehängt im Parallelbewerb. Die ist fantastisch zu Bronze gefahren im Riesentorlauf und jetzt steht sie als Letzte. Ein erstes Mal im Übrigen in ihrer Karriere als Letzte eines zweiten Durchgangs oben. Bleib im Tunnel, Mädel. 3 Zehntel Vorsprung auf Petra Vlova. Der Starthang war genial im ersten Durchgang. Wieder gut. Eine Kopie davon braucht man. Wieder gut. Ganz locker fährt sie das. Vorne bleiben. Jawohl, gut reagiert. Die hat gekehrt. So, der Vorsprung ist angewachsen. Um 600stel auf 36 Hundertstel. Und jetzt einmal kurz umschalten, Vertikale. Auch das macht sie, da lässt sie den Ski laufen. Und jetzt wieder. Wahnsinn, noch super. Was gefunden. 6 Zehntel knapp der Vorsprung. Die hat einen Grinser im Gesicht und die Goldbrille auf. Die bitte durchbringen. Total sauber. Sie fährt richtig, richtig stark. So, wo ist die Zeit? Ja, Vorsprung ausgebaut, fast 7 Zehntel Sekunden Vorsprung. Wir sehen sie schon aus der Kabine in den letzten Toren. Ja, Katharina Liensberger zieht durch. Das gewinnt sie durch. Ja, eine Sekunde. Wahnsinn. Sensationelle Fahrt, Katharina Liensberger. Hätte ich einen Hut, ich würde ihn ziehen. Doppelweltmeisterin Katharina Liensberger, ohne zuvor jemals ein Rennen im Weltcup gewonnen zu haben. Lauf, Bestzeit in beiden Durchgängen. Mir geht der Text aus. Unfassbare Show der Katharina Liensberger. Ohne einen Wackler. Der Nullwackler. Brennt sie in beiden Durchgängen der Konkurrenz so eine drüber, dass alles vorbei ist. Die hat Nerven, muss ich auch sagen. Wahnsinn, sensationell, unfassbar. Katharina Liensberger holt die zweite Goldene bei dieser Weltmeisterschaft. Wie schön. Ach, das war der einzige Fehler oben, wo sie kurz gewackelt hat, wo sie dann aber sofort wieder die Lage gefunden hat, schnell wieder nach vorne gekommen ist. Also schau mal, wie eng das da ist. Wahnsinn. Da sitzt sie hinten und dann reagiert sie blitzschnell. Und wenn dann das Resultat eingeblendet wird, meine Damen und Herren, dann sehen Sie, wie sie den größten der Zunft davongefahren ist. Vlohova auf Platz 2, eine Sekunde zurück. Schifrin auf Platz 3, 1,98 zurück hinter Katharina Liensberger. Der Königin von Cortina d'Ampezzo.
Job. Ich glaube, das ist eine kleine Untertreibung von Petra Lohmann. Good Job. Kann man so sagen, ja? Durchaus. Ein Rennen, wie es unglaublicher nicht sein hätte können. Am Ende stehen drei der allergrößten oben auf dem Stockerl. Es haben sich viele, viele Außenseiterinnen gezeigt, aber eine war extra klasse. Eine hat sie alle deklassiert, Katharina Liensberger. Vierte Medaille hier in Cortina d'Ampezzo für Michaela Schifrin. Zweite Medaille hier für Petra Vlova. Aber das sind nicht mehr als Zahlen, Statistiken. Hier muss man die Ausnahmeleistung hervorheben. Die Katharina Liensberger mit ihren 23 Jahren zweimal heute gezeigt hat. Sag was, Tom. Ich bin sprachlos. Ich bin fix und fertig. Ausnahmeleistung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt sind die Rückstände eingeblendet. Die zweite eine Sekunde, die dritte 1,98, die vierte, die leider wieder leer ausgeht, Wendy Holdener 2,34 hinter Katharina Liensberger. Katharina Liensberger, Doppelweltmeisterin. Wir verneigen uns ganz, ganz tief. Ein Wahnsinn. Gratulation. Danke. Noch kein Weltcup-Sieg und dann kommen Sie daher und holen zweimal Gold. Wie haben Sie das gemacht? Ich weiß nicht, was Schönes kann mir gar nicht passieren. Ich habe so viel tun für das Rennen. Es war mir so viel wert. Ich habe alles probiert. Ich habe wirklich auf das hingearbeitet. Und dass ich das da heute so sagen kann, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich bin erstens mal glücklich, zweitens mal so sehr dankbar. Dankbar, dass ich das sagen haben können und dankbar auch, für alle, die mir auf meinem Weg mich unterstützen, begleiten. Ja, wenn man was ganz fest will, dann ist wirklich das ganze Universum da, wo einem hilft, dass man es erreicht. Ich glaube, das habe ich heute wirklich sagen können. Sie haben auch noch nie geführt nach einem ersten Durchgang. Erzählen Sie mal, wie ist Ihnen da gegangen als Letzte da oben? Ich wollte mich auf Skifahren konzentrieren. Ich wollte einfach, meinen Job gut machen. Das, was ich machen kann. Wo mir wichtig ist, dass ich wirklich mein Können auf der Piste zeige. Und dass jetzt wirklich mit einer ganzen Sekunde Vorsprung gereicht hat. Das ist wirklich etwas, wo ich schon davor geträumt habe. Und es hat sich wirklich realisiert. Es ist unglaublich. Sie müssen ja wirklich Nerven haben wie aus Drahtseilen. Ist das so, weil wir auch gerade ein bisschen spekuliert haben? Also, dass Sie dann so in einen Tunnel drinnen sind, dass Sie alles links und rechts ausblenden können? Ja, ich glaube, heute habe ich wirklich alles ausblendet. Das war mir so wichtig, einfach den Fokus behalten auf das Rennen hin. Wirklich mir auf das konzentrieren, was so sehr zählt. Und bin nur ein bisschen stolz auf mich heute und einfach dankbar für alle Menschen, die mich begleiten, mein ganzes Team, wo mir geholfen hat, dass das möglich ist, was jetzt möglich ist. Ja, ein spezieller Dank an meine Eltern, die mir wirklich so immer unterstützen, mein Freund und einfach ganz viele Menschen. Ein spezieller Dank an Stefan Prosina, der mit mir auf die Saison vorhin gearbeitet hat. Wir waren in der Schlucht, haben Atemübungen gemacht, wir haben auf den Slalom speziell hingearbeitet und was mich einfach so freut, ist, dass ich das zeigen kann, dass ich einfach die ganze Arbeit, all der Einsatz, dass sich der lohnt und dass ich wirklich einfach das sagen kann, was mir wichtig ist, was mir so viel bedeutet und ich bin dankbar wirklich allen Leuten, die da was dazu tun, auch mein Konditrainer, der Toni Beretzky, der hilft mir ganz fest und da kam zu erwähnen, der Team, der Präsident, der Armin, der Trainer, der Hannes, der Raffi, mein Service, mal ganz rostig, wo jetzt wirklich hinter mir stehen und das spüren die Teamkolleginnen, wo einfach, ich denke, es sind wirklich so viele Leute, die leider heute nicht da waren und nicht zuschauen können, aber oder haben so fest die Daumen drücken und
ja, mir persönlich ist das so viel wert. Und ja, ich bedanke mich wirklich im Ganzen bei allen Sternen da oben. Zweimal Gold und einmal Bronze. Jetzt sind Sie gemeinsam mit Lara Kuperame in der Superstar dieser Weltmeisterschaft. Und wir haben noch eine ganz kleine Überraschung für Sie. Die bislang letzte Slalom-Weltmeisterin war Malis Schildreich. Und die kann Ihnen jetzt gratulieren via Skype. Wir haben sie jetzt zugeschaltet. Ich hoffe, Sie hören es. Ja, mit Benny Reich bin ich schon mit der ganzen Laufe gefahren. Schauen wir mal. Okay. Hallo? Wir haben ja auf die andere Seite. Hallo! Hi! Schön! Hören wir mich? Ja. Sie hören, ja. Herzliche Gratulation. Also echt, ich habe mich reinfühlen können, weil du im Start gestanden bist. Das Gefühl, wenn man voll fokussiert ist und wo es jetzt zählt. Und also wirklich sensationell vorn, nicht gebremst und nochmal einen draufgelegt. Und ja, also ich kann nur gratulieren und natürlich schaut es auch für die Zukunft. Also wenn du bist so sicher und du ziehst nie zurück und das bewundere ich extrem und ja, einfach perfekt. Gratulation. Wow, danke für die lieben Worte.